Hallo liebe Top-Familie und liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum FIFA 22 Karriere-Battle mit Oliver. Ja, wir machen weiter, wieder gemeinsam. Vorhin habe ich ja noch allein gespielt. Wir haben jetzt noch zwei Saisons zu spielen. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir die ja heute, ich weiß es nicht. Beiden Saisons, oha, naja, so langsam wie ich spiele mit der Spielbrett-Simulation hier, wird Ah, das okay, nichts. stimmt. Vielleicht du, aber nicht ich. Dann Also, werde ja. ich dir schon mal die nächsten Vereine sagen. Das wird's. Ah, ich habe mir was Lustiges für den nächsten Verein ausgedacht, aber egal, erstmal ist Newcastle dran und Oh ja. da bin ich selbst noch gespannt, was sich tun wird in dieser Transferperiode hier. Also durch dieses frühe Ausscheiden in der Champions League, das ein bisschen unnachvollziehbar war, aber egal, habe ich erkannt, trotzdem vorsichtshalber ein paar Optionen mehr schaffen oder eben in der Spitze mehr Qualität. Ich muss mir das überlegen. Ja. Entweder investiere ich in die Breite oder verkaufe ein paar Spieler und in die Spitze. Ich muss mal gucken. Ja, aber tun muss sich da einiges. Also ich glaube, wir beide setzen uns die Champions League schon zum Ziel jetzt, ne? Ja, Ja, also wir eigentlich. beide sind sehr unglücklich ausgeschieden. Ich habe aber mal eine interessante Frage. Was für eine Trainerbewertung hast du jetzt zu Beginn oder so jetzt so? 57. Geht aber hoch, weil ich eine Jugendspieler-Challenge erfüllt habe. Erwartung, eine Jugendspieler-Erwartung. Eine weitere erfülle ich bald. Also ich denke, es wird zu Saisonbeginn auf 60 irgendwas sein, aber naja, viel besser dann Ja gut, auch dann nicht. ist es ja gleich. Ich habe eine von 58 und habe Ja. dreimal die Mail bekommen am Ende der zweiten Saison. Es sollte Sie nicht überraschen, dass wir mit den Ergebnissen dieser Spielzeit nicht so ganz zufrieden sind. Wir haben diverse Aufgaben verfehlt und unsere Ziele auf und neben dem Rasen nicht erreicht. Wir hatten uns von Ihnen mehr Einsatz und bessere Resultate erhofft, aber dennoch sind wir der Meinung, dass Sie eine weitere Chance verdient haben. Das kam dann am Ende und ansonsten kamen drei Mails davor, so von wegen Leistungscheck wegen ihrer Leistung. Man bekommt nichts geschenkt, ne? Nee. Gegen wen spielst du eigentlich im FA Community Shield? Weiß ich nicht, kann ich gleich nachgucken. Ich bin erstmal hier im Halbfinale des Vorbereitungsturniers. Da läuft gerade die Simulation. Dauert noch ein bisschen. Okay. Soll ich dir meine Neuzugänge laufend mitteilen oder wollen wir einen Kadervergleich machen zu, wenn ja, die Transferperiode vorbei ist? Da können wir dann auch ja gern da machen. Na, ich glaube, es wird mega amüsant für dich, dann zuzuhören. Na, okay. Hundertprozentig weiß ich auch noch nicht, aber irgendwas wird sich tun. Normalerweise wollte ich nichts ändern, aber nach diesem Champions League aus, manchmal muss man schon ein bisschen reagieren, sonst fährt Ja. man alles gegen die Wand. Ah, lustig, ich spiele im Finale des Vorbereitungsturniers gegen Real Madrid. Den Champions League-Sieger, der mich herausgekegelt hat. Wer wurde bei mir zum am Ende der Was Saison nicht Champions gut. League-Sieger? Real gegen PSG. PSG hat dann gewonnen. Natürlich, gegen den ich ja ausgeschieden bin. Habt ihr ihm die Geschichte erzählt? Ja, genau. Haaland ist ja bei mir immer noch verletzt, ne? Er hatte ja diesen Kreuzbandriss, weiß nicht, ob du davon. Ah ja, stimmt. Oder war es Kreuzband? Also auf jeden Fall 5 Monate Ausfall. Jetzt sind noch 2 übrig. Ja, das heißt, er wird so bis zum dritten oder vierten Spieltag fit sein, allerdings eine schlechte Moral und Bissigkeit haben, also nicht in guter Form. Daher werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht tut sich bei mir im Sturm was, dass ich da irgendwie Burkhardt verkaufe und mir einen besseren Ersatz für Haaland hole. Warum Ja. sind aber alle so teuer, keine Ahnung. Ja, aber Geld hast du ja auf jeden Fall ja auch eine Menge, glaube ich. Ja, das Geld habe ich ja schon, einen Teil des Geldes investiert. Ich frage mich für wen. Ja. Eine Position, die sich bei mir vom Stammspieler her jede Saison bisher geändert hat. Oh, ja, gut, dann habe ich eine Ahnung. Ja, und? Ja, Tor. Weil ich habe schon so kurz überlegt, maybe Tor, weil du hattest Neuer. Dann hattest du ja, war das Courtois, glaube ich? Ja. Ah, Sehr der zufrieden mit De Gea, absolut. Also dem kann ich echt nichts vorwerfen. Also die gesamte Saison über
Der kam, ich hatte ja Torwart-Libero, habe ich hier als taktische Einstellung. Also der Torwart läuft viel raus und ist Flankenfänger und so weiter. Ne? Mhm. Halt zur Taktik so ein bisschen passend. Die Offensive ist bei mir. Und damit kam Neuer, dessen Spielweise es ja eigentlich ist, überhaupt nicht klar. Viele Fehlpässe, viele schlechte Abwürfe, was echt seltsam war. De Gea, top. Wirklich fantastisch in dieser Rolle. Den merke ich mir definitiv noch für künftige Spiele bei FIFA, weil ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis brutal gut ist. Weißt du noch, für viel, wie viel du für ihn gezahlt hast? Also unter 30 Millionen. Und der Witz ist, ich hatte für Neuer ja über 30 bekommen. Obwohl ich für Neuer in der ersten Saison wiederum, glaube ich, nicht mal 20 gezahlt habe. Also verrückt, was man hier... Hier, Bürki habe ich diese Saison verkauft. Habe ich auch einen Gewinn erwirtschaftet. Einen minimalen Gewinn, aber einen Gewinn. Hm. Voilà. Du hast ja letztens geguckt, das geht scheinbar auch ohne einen Text zu schreiben, oder? Ja, ne? Ja. Und da habe ich dir das geschickt, dann kannst du das ja aufrufen, dann sehen die Zuschauer, was für ein geiler Hengst ich bin, dass ich tatsächlich Real Madrid einmal in meinem Leben geschlagen habe. Naja. Der Vorstand ist froh, aber immer noch eine schlechte Bewertung, geil. So, und da sehen wir es. So, warte, da. Real 0, Newcastle 1. Beim Asian Elite Cup. Traumhaft, ne? Traumhaft. Traumhaft. Ich gebe den Spieler, der nur 3 Punkte schwächer ist als deren. Mhm. Also ein Spielertausch. Und die wollen eine Draufzahlung von 112 Millionen. Aha. Was fast der Marktwert des Spielers ist, den ich will. Hm. Ach so, auf A-Community Sheet hast du schon gespielt? Nee, noch nicht. Ich bin noch dabei, die Aufstellung hier irgendwie... Okay, also ich habe den FA Community Sheet leider verloren. Okay. Na, tut mir leid. Gegen wen fällt sie? Wie viel? 1-1-4-3 nach Elfmeterschießen. So, Elfmeterschießen, ne? Naja, ist ja keine Schande, ne? Vielleicht wird Chelsea dein Tottenham im Sinne von, naja. Das ist nicht abwegig, oder? War das Chelsea? Warte mal. Wo habe ich nochmal vorhin begonnen aufzunehmen? Als ich angefangen habe aufzunehmen, habe ich gegen Crystal Palace gespielt, gegen die 1-0 verloren. Gegen Liverpool im Viertelfinale der Champions League 1-1. Dann im Ligaspiel gegen Liverpool 4-2 gegen Liverpool verloren und im Rückspiel dann gegen Liverpool 2-0 gewonnen und bin so weitergekommen. Okay. Irgendein Ligaspiel habe ich auch noch verloren, oder? Nee. Also ich habe tatsächlich noch Ligaspiele am Ende der Saison verloren gegen Crystal Palace und Liverpool. Palace ist ein erstaunlich starker Gegner hier, wie ich finde. Wie in der Realität, ne? Das Crystal Palace ja auch unter Patrick Vieira nicht gerade mit schlechten Eltern. Ja, stimmt. Das stimmt. Dann guckt ihr mal, das war noch vorm 2-1, ist jetzt hochgeladen. Guckt ihr mal die Frische von Liverpool an. Und dass sie in so einem Zustand noch das 1-1 zwischenzeitlich gemacht hatten. Und jetzt das 2-2 machen. Unfassbar. Junge, voll die Arsche. Ja. Ja, gut, ich habe halt jetzt auch viele Spieler eingewechselt. Da ist so ein bisschen der Rhythmus raus, klar. Ja, aber trotzdem, also. Macht er. What the fuck? Ein Elfmeterschießen geben, nehme ich mal an. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, Dembélé als dritter Schütze.
Viel besser, Leon. Die Lars Burkhardt anstelle von Alexander Arnold als fünften schießt die. Hm. Ja, ich habe jetzt. Keine Ahnung. Egal, gucken wir mal. Jimenez. Gehalten, geil. Ramos. Jawohl. Dafür ist der alte Sack noch gut, 37 Jahre, aber eiskalte Liverpool verschießt den zweiten, Fabinho. Mbappé verschießt auch, danke. Also, es ist ja auch Mbappé, ne? Ja, eigentlich soll ich den verkaufen. Salah verwandelt, Dembélé. Nein, 1-1 steht hier. Oh Mann, der Vorteil im Arsch. Jota, gehalten. Bernardo Silva. Nein! Nein! 1-4 Schützen, Junge. Mané verwandelt nicht. Matchball für mich. Milinkovic Savic verwandelt. 2-1 gewonnen. Was? Wahnsinn, ey. Ist okay, dass ich regelmäßig solche Nachrichten schicke, ne? Ja, alles gut. Denke ich, ein bisschen praktischer als wie wenn, per WhatsApp haben wir schon besprochen. Ja, das stimmt, weil dann kann ich das ja. Sagst du Bescheid. Ich habe gedacht, ich schicke einfach grundsätzlich, wenn nicht was Lustiges passiert wie gerade, habe ich mir gedacht, schicke ich einfach nach jedem Spieltag vom Ergebnis, ne? Ja, gern. Eine, so bei jedem Spiel eigentlich, ne? Also nicht nur Spieltag in der Liga, sondern auch Champions League und. Wie ist dein Rating jetzt? Ich glaube, das habe ich eben bei 70 gesehen. Ja, man ist es auch hoch, jetzt auf 74. Weil ich ein weiteres Ziel erfüllt habe, nämlich einen Verteidiger für die Jugendakademie zu verpflichten. Bellingham mittlerweile Stärke 87 und gibt sich zufrieden mit der Rolle Rotation. Gut. Nein, ich werde diese Freigabesumme ablehnen. Ich habe schon so meine Erfahrung mit Freigabesummen. Ja, das stimmt so. Ja, ja. Oh ja, Sabal, der Marker von Real Sociedad, ist auch ziemlich stark bewertet in dem Spiel. Stärke. Ah, euer Sabal, ja, das schon. Also, Ausgangsstärke gering, aber es sind halt drei Saisons. Ausgangsstärke ist, glaube ich, 83 oder so, ne? Ja, kommt schon. Du hast keine großen Änderungen auf dem Transfermarkt vorgenommen, ne? Ganz ehrlich, ich habe nur einen Abgang. Okay. Ja, ich wollte loswerden. Gar nicht, oder wie? Hm? Neuzugänge gar nicht? Gar nicht. Kann man auch mal machen. So, endlich ein Transferangebot für den Spieler. Für welchen denn? Hm. Na gut, da ich ja eh gesagt habe, dass ich am rechten Flügel überbesetzt bin, Dembélé, ne? Den will ich ja verkaufen. Na, okay, gut. Hat einen Wert von 82, Man City bietet 102, ich versuche 108 rauszuholen. Ja, dürftest du. Würdest sogar 110, glaube ich, machen können. Ja, ich glaube, machen, probieren hätte ich ja auch 120 können. Ich glaube, die hätten nicht sofort Nein gesagt, ne? Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. No joke, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe gespeichert, hab zu Chelsea simuliert und wollte doch auf B für zurückklicken, dass ich nicht mehr den Kalender habe. Genau da sind gerade meine Akkus ausgegangen. Geiles Timing. Ich bin gleich wieder da. Bist du eigentlich schon am ersten Spieltag oder wie sieht's bei dir? So. Kurz davor. So, jetzt kann ich zurückgehen. Jetzt habe ich 5 Nachrichten.
Für das Nationalteam abgestellte Spieler. Okay. Dann Transferangebot für Paul Pogba von Atletico Madrid. 157,6 Millionen. Ja, das Ding ist... 147,6. Pogba ist ein starker Spieler. Die Frage ist, gibt es tatsächlich aktuell stärkere Spieler für ZM, die eine höhere Stärke haben und die vielleicht jünger sind als er? Das wäre doch jetzt interessant zu. Weil dann wäre das ja irgendwie Baby eine Möglichkeit. Barella mit 26 Stärke 89, nur ein Punkt schwächer als Pogba und er ist 4 Jahre jünger. Bei mir Stärke 90, den habe ich auch auf der Liste. Ah. Das ist ja geil, dass ich auf denselben Spieler stoße. Aber jetzt muss ich eine. Oh, jetzt auch noch ein Transferangebot für De Gea von Dortmund. Lol, ich werde mit De Gea auch noch Profit machen, wie es aussieht. Aber die bieten mir auch noch diesen Tauschspieler an, Emre Can. Will ich nicht. Das Saul will ich nicht. Haben die dir auch einen Tauschspieler an? Ah, nee, du guckst gerade, ne? So. Ja. Thielemann ist ja noch hingekommen, aber nee, der überzeugt mich nicht. Wer? Nochmal, was? Thielemanns. Ja, ich habe ihn hier auch gesehen, der ist Stärke 87 bei mir, 25 Jahre jung, glaube ich. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ist da meine Einstellung zu. Und den wollte ich nicht verkaufen, glaube ich zumindest. So, weitere Spieler verkauft. Boah, 407 Millionen habe ich jetzt. Ja. Das reicht für zwei Spieler. Andere Ach, Vereine. Nee, den kann ich jetzt nicht mehr anfragen oder was? Ja, toll. Dann hol ich andere Vereine würden sagen, Mensch, von dem Geld, da würden wir uns eine ganze Elf zusammenbauen. Oliver, nee, nur zwei Spieler reicht davon. Also, ne, was kann ich dafür? So, das wird jetzt interessant, ob ich diesen Tausch gedrechselt bekomme. Wer ist das? Bitte. Nein, was ist los mit euch? Also. Ja! Ja! Und Ramos weg. Ich hole mir den 18-Jährigen. Ist ein Italiener. E. Amato. Das ist ein Talent, das vom Spiel generiert ist, logischerweise. Also bei 18 Jahren in der dritten Saison. Ne? Und weil es halt ohne Bild und so, ne? Vom Spiel. Ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wie nennt man das? Ja, so ein Profil erstelltes Bild. Ja, wahrscheinlich. Hier kommt gerade eine schicke Kellnerin vorbei. Das ist doch sehr schön. Hey. Ja, geil. Gut, dann habe ich immer in diese Position besetzt. Jetzt noch eine. Mir fällt ein Zentraler ein, der vielleicht maybe so insgesamt bei mir passen würde und den ich halt auch im Spiel mag. Und zwar? Frankie de Jong. Ja, jetzt habe ich den auch gerade angeklickt. Aber ich glaube, ich will den nicht kaufen. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Wie teuer ist er bei dir? Da muss ich gleich gucken. Ich bin gerade nicht bei ihm. Der ist mir so eingefallen. Aber lustig, dass du genau zu diesem Zeitpunkt gerade auf ihn drauf warst. Ja, ich will nämlich gerade einen zentralen kaufen. Brauche ich für das Spiel gegen Liverpool ein.
Der ist ja jetzt an dem Tag hier der erste Spieltag. De Jong hat bei mir Stärke 92, 26 Jahre. Kann auch Innenverteidiger spielen? Okay. 160 Millionen hat, ne, das heißt wahrscheinlich 200, wenn man mit dem verhandelt. Keine Ahnung. Der kann 91 mit 26. Ja. Na, ich bin echt. Ich glaube tatsächlich, den hole ich mir. Geil, die haben mein Angebot für Barella sofort angenommen. Das ist aber auch mal Luxus, Junge. Einmal einen Spieler bekommen mit einer Wahnsinnsstärke, ohne über 200 Millionen zahlen zu müssen. Danke, Spiel. Oh. Was? Ja, hast stark. Nee, ich meine stark. Bei dir jetzt. Das war mein Kommentar. Ja, also, ne, weil normalerweise das Summen, die du hier zahlen musst, Wahnsinn einfach nur. Ne? Ja, das stimmt. Will ich am liebsten Beschwerde einreichen. Ah nee, ich muss ja noch für eine weitere Position einen Spieler holen. Ja, das wird jetzt lustig. 205 Millionen zahlt mir Atletico für Pogba. Wie viel? 205. 205 finde ich stark. Also ja. Hm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel ich für ihn in der ersten Saison gezahlt habe, weiß ich nicht mehr. Die Verjüngungskur bei Newcastle. Oh, krank hier. So, aktuelles Gehalt, ja, das biete ich ihm dann mal. Biete ich ihm mal 50.000 mehr. Müsste er doch zufrieden sein. Ja, das heißt, Abschiedsspiel jetzt hier tatsächlich für Paul Pogba bei mir. Traurig, oder? Ich singe einfach nur Time to say goodbye. So, jetzt geht's gegen Chelsea. So, wen haben die? Mondi, Chilwell, Christensen, Svinja, Kier in der Innenverteidigung? Ja? Kier, Simon Kier. Bei wem nochmal? Kier von ehemaligen von Wolfsburg. Welche Mannschaft nochmal? Achso, Chelsea. James, Mittelfeld, Barella und Merino, Vinicius Junior links, Pulisic rechts und Lukaku im Sturm. Ja, im Community Shield haben die mich geschlagen insgesamt und jetzt 3-3 unentschieden. Ah ja. Unzufrieden oder nicht? Nee, ich glaube Chelsea ist tatsächlich mein Tottenham, also dein Tottenham. Ja. So, und in der Champions League bin ich in einer Gruppe mit Inter Mailand, Shakhtar Donetsk und ZSKA Moskau. Hey. Inter Mailand. Mal gespannt, wie gut die sein werden in dem Spiel. Ja. Ich werde diese Spiele einfach nicht. Thank you.
Naja, mal sehen. Das ist jetzt tatsächlich ja schon eine brutal starke Elf. Aber muss ich noch was tun auch. Ein, zwei Positionen mal sehen, keine Ahnung. Kann das Team dieses Jahr Meister werden? Mit diesem Kader muss man jedes Jahr Meister werden, danke, wollte ich schon sagen. Abseits! Diese geile Aussprache. Beziehungsweise Betonung. Ja, 0-0 zur Halbzeit. Also, ist ja schon, geht ja schon heiß zu. Aber Liverpools Frische ist natürlich so langsam, weil es nach der Halbzeitpause geht es wieder. Aber spätestens ab der 60. Minute sollte meine Mannschaft Oberwasser haben. Hoffentlich bleibt es bis dahin bei 0-0. Na, Fehlpass Burkhardt, das ist natürlich ärgerlich. Hands. Los. Bei Barcelona verdient Frankie de Jong 390.000. Was bietet der Berater an, wie viel er bei Newcastle verdient will? 195.000. Einfach mal Ja, 200.000 weniger. Wahnsinn, ne? Also kenne ich auch diese ja, logischen, keine Ahnung. Ja gut, ist jetzt auch hochgegangen Wahrscheinlich will auf. er einfach nur von Barca weg, weil Barca so schlecht ist mittlerweile, ne? Ja. Das ist ja eh die ultimative Erklärung. Ging zwar noch hoch jetzt auf Also. 220, aber ist in Ordnung. Liverpool macht mir das Leben hier echt schwer, ne? Jetzt ist Liverpool überlegen in dieser zweiten Hälfte. Ja, komm, Mbappé, genau. Ja, gut, viel Platz. Ja, nein, Mann, meine Sieben da, wer ist denn das? Ja, okay, Freistoß. Ja, damit habe ich also jetzt meine Ja, Pogba-Nachfolge. Burkhardt, 1-0, 76. Burkhardt? Bitte erzähl, du hast da Nein, nichts ich habe nur davon. gesagt, jetzt habe ich ja meine Pogba-Nachfolge mit Frankie de Jong, habe ich nur gesagt. Ja, geil. Also das ist eine absolute Aufwertung. Ja. Du musstest dann aber eine Ablösesumme technisch. Wie viel musstest du draufzahlen im Vergleich zu Pogba? Pogba hast du ja für 204 wegbekommen, ne? Wie viel musstest du für De Jong zahlen? 10 Millionen mehr. Das ist absolut lukrativ und fair. 215. Welche Stärke hatte Pogba denn? Das weiß ich natürlich noch Stärke nicht. 90. Oh, dieses Pressing von Liverpool ist gerade voll viel. 90, ja, dann, das ist ein absolut geiler Ja. Deal, also kann man echt nicht meckern. Ne. Da bin ich Oh auch ganz Mann, froh. oh, danke. Jetzt bitte noch die Ecke überleben. Nein, nein. Pfeif doch jetzt ab, Junge. Pfeif ab, die Junge. 1-0 gewonnen, danke. Das war echt hart. Durch die Transfers hatte ich halt drei Topspieler, die eine scheiß Bissigkeit hatten. Einer rot, zwei nur gelb. Das war echt eng, in so ein Spiel zu gehen. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld übrig. Und ich glaube noch rund 2 Wochen. Ja, fast 3 sind, 2,5. Daniel, Daniel, Arsch auf Grundeis, also. Das war schwer hier. Ah, plötzlich kommen drei Transferangebote rein, keine Ahnung. Ich mache erstmal hier diesen Positionswechsel bei meinem Jugendspieler. So, sehr gut. Das hier auch. Zack. Das ist auch geil. Guck mal, der Spieler in der Jugend,
Litauer. Hatte Stärke 52 als MS. Ich habe ihn auf LF umgeschult und dann hat er jetzt 55. Warte, wie viele Punkte ging er jetzt nochmal hoch? Und 3 hoch. Also echt so miese Angebote für Jude Bellingham. Und mal abgesehen davon will ich den gar nicht verkaufen. Also tschüss, Man City und Chelsea. Ja, abseits. Aber stimmt auch, war also. Nächster Abend wieder ein Mbappé. Barella, wenn ich schon diesen Namen höre. Geil. Ich finde es auch immer so geil, wie du auch immer diesen Namen so aussprichst. Barella. Ja, vor allem beim Torjubel, da muss das richtig zelebriert werden. Weil die italienischen Mafiosi sind einfach die besten. Oh, Abseits-Tor von meinem neuen Spieler, den du später erfährst. Achso, ich wollte schon gerade sagen, du sprichst bei einem Spieler die ganze Zeit in Rätseln. Ja, ich glaube bei ein paar. Also es gibt da halt relativ viele, ne?